So, und willkommen zurück zu einer neuen Sonntagsfolge, diesmal in Arcade. Und mit dabei ist wieder der Dominik. Moin, Dome. Servus. Ja, und falls ihr euch wundert, wieso wir in Arcade sind, das ist heute mal mein Favorit, beziehungsweise für die Woche mein Favorit, was ich schon seit einer Zeit spiele mit meiner Klasse zusammen. Und wir machen heute, also Dominik und ich, eine Handelsquest, beziehungsweise ein Handel, ein Trade Run auch genannt, oder? Ja, also einfach nur ein Trade Run, um halt ein bisschen an Asche zu kommen, dass wir uns irgendwann denn mal so in ferner oder doch relativ naher Zukunft, je nachdem wie schnell es geht und wie viel Geld wir auch kriegen, uns unsere listigen Apex holen können, womit wir uns dann endlich den wohlverdienten Premium-Account kaufen können, den man sich zwar für echt Geld holen kann, aber wo wir echt keine Lust zu haben, 15 Euro im Monat auszugeben. Ich gebe sowieso nur einmal Geld für Spiele aus, und zwar um es mir zu kaufen. Ja, sowieso. Aber ich muss sagen, ArcheAge ist ein Free-to-Play-Game. Also Dumme kann dazu mehr labern, weil ich nicht so die Ahnung habe. Ja, also was ArcheAge angeht, ist, man hat halt durch die Apex das, ja, die Möglichkeit, sich den Premium-Status in-game zu erspielen. Ich kann, also wenn man mal bei mir dann auf dem Video guckt, kann ich gleich mal zeigen, wie viel die Apex denn kosten im Auktionshaus. Wenig ist es auf jeden Fall nicht. Die werden nämlich von Spielern für echt Geld gekauft. Aber, ja, und die verkaufen die dann halt für relativ gutes Geld im AHA. Und der AHA ist der Store, also so Auktionshaus. Das Auktionshaus halt, ne? Und das Auktionshaus ist ja halt so ein kleiner lustiger, ja, keine Ahnung was das ist, Troll, sag ich mal. Weil es ist eigentlich auch kein Troll, ist irgendwie ein, wer Spore gespielt hat, der kennt diese Viecher. So, was habe ich denn einmal im Ding? Zahlung für sonst was, ach, das Speiseöl. Dann habe ich noch einmal die Zahlung von nochmal Speiseöl. Also ich habe eben doppelt für Speiseöl bekommen. Also gut, wie man hier sieht, so, also man braucht zwei Apex, um sich halt so einen Premium-Account zu kaufen. Wie man hier sieht, ein Apex kostet 80 Gold oder mehr. Dummer. Ja. Bei mir sind die ganzen Spieler nicht Angekreaturen. Okay. Ich tappe gerade in einem Land der ungewissen Dunkelheit. Ich sehe nur die Namensschilder und Pferde. Auch gut. Hier zwei Apex halt für 166 Gold. Wie gesagt, wir brauchen zwei Stück davon. Pro Charakter für einen Monat Premium. Lol. Also ich glaube, mein Spiel hat einen richtigen schönen Bug. Also ich versuch einfach nochmal ein- und wieder auszulocken. Das ist ja mal geil. Einfach nur ein auslocken. Nicht den Server verlassen, das Spiel beenden. Einfach nur ein auslocken. Sollte eigentlich reichen. Hm. So, wie ging das? Spiel verlassen, dann war ich komplett weg, ne? Charakter auswählen. So. Beweg dich 10 Sekunden nicht. Ja, das tue ich schon nicht. Oh, Menno. Ja. Bisschen was zu der Gegend, in der ich hier gerade unterwegs bin. Das ist Lediotügel. Kann ich ja mal auf der Karte zeigen. Das ist total interessant. Hört euch das auch genau an. Ja, sowieso. Warum zum Geier ist da hinten? Ach, keine Ahnung. Naja, wie gesagt, das hier ist halt so Nuya, unsere Hauptinsel, also unsere Insel, wo wir sind, von unserer Fraktion. Dann gibt es hier noch Haranya, das ist die gegnerische Fraktion, und Auroria, da werden später die Gildenburgen und so weiter gebaut. Gibt es halt das Meer. Dieses Spiel ist hauptsächlich auf PvP ausgelegt, also Player vs. Player, falls manche nicht kennen, diesen Ausdruck. Also jeder gegen jeden, möglicherweise. Nein, Spieler gegen Spieler. Einfach nur Spieler gegen Spieler. Ach schade, ich wollte dich killen. Alter, die Gegner sind immer noch unsichtbar. Okay. Ich sollte mich gleich komplett ausloggen nochmal. Ja, einmal einen kompletten Relog machen. Da will ich aber lachen. So, jetzt schon. Dachte ich doch sowieso immer aus. Ich weiß.
Und krass ist auch, wie meine Framerate hin und her geht. Eben hatte ich 30, jetzt wieder 20. Dann mal zwischenzeitlich wieder 30. Das habe ich aber auch. Das wackelt immer zwischen 18 und 40 wackelt das so hin und her wie nichts Gutes. Ja. Ich beende mal kurz die Aufnahme. Wir sehen uns gleich wieder. Ich starte einmal das Spiel durch. Also bis gleich. So, wir kommen zurück. Ich bin wieder dabei. Du weißt schon, dass das 3-2-1 bei mir im Video drin ist, ne? Ich weiß. Aber so, dass die Leute Synchronität dann haben. Ach so. Weißt du? Ja. Weil ich höre auch schon den Hintergrund, aber sehe nichts. Ja, jetzt sind die Kreaturen auch wieder da und jetzt ist meine Framerate halbwegs konstant. So. Ja, das ist so ein kleines Dorf, was von den Spielern aufgebaut wurde. Und ja, wie gesagt, man kann sich halt so kleine Häuschen bauen. Auch so kleine Farmen. Um halt Sachen anzubauen oder Tiere zu halten. Oder. LOL! Dumme, wenn dein Pferd springt, ne? Ja. Und aufsetzt wieder. Und die Füße noch hinten drauf sind. Kennst du das Bild? Von der Seite gesehen. Hä? Also wenn du Leertaste drückst, wenn du gehst. Und bevor deine Hinterfüße, also vom Gaul, die Füße hinten wieder aufsetzen. Musst du mal von der Seite gucken, wie das aussieht. Und eben hatte ich das die ganze Zeit. Und die Kreaturen sind immer noch da. Ich finde das komisch. Ich sehe einfach gar nichts. Daran komisch aus. Neue Quest. Wieso also die Quest jetzt und seh zu, dass du herkommst. Ich habe gerade eine neue Quest bekommen. Seh zu, dass du herkommst. Ich bin schon fast da. So du. Windschatten. Sozial. Nicht sozial, ja, heute nur sozial. Lade ich mal hinter nie in eine Gruppe ein. Wieder. Dann muss man hochkommen zu mir. Oben können wir dann die Sachen, nicht die Sachen zusammenbauen. Ja, zu den Häusern, man muss halt auch Steuern bezahlen. Okay, ich muss noch mal kurz ausmachen, das geht gar nicht. LOL, ich weiß, wieso die Viecher nicht angezeigt wurden. Bei mir hat er die noch nicht geladen gehabt. Hm. Weißt du, was ich vergessen habe zu machen? Nö. Zigaretten. Oh. Ja gut, er zeigt mir immer noch nicht alle an. Aber doch schon mal ein paar. So, herkommt. Ist ernsthaft schön, wie das die ganze Zeit von 30, 20, 40, 30. Ey, das geht gar nicht teils. Moinsen, Dome. Na, hat das endlich hergeschafft. Na, wurde auch Zeit. Also du siehst echt gut aus. Inwiefern? Du bist unsichtbar. Mhm. Also das ist Dome hier. Seht ihr ihn? Oder auch nicht. Und daneben ist ein Schwein. Warte mal, geh mal einen Tucken vor. So, jetzt bist du nämlich bei mir ein Schwein, das mir im Arsch zu mir zeigt. Ernsthaft? Ja. Und ey, da ist ein Eisbär. Was lustig ist bei mir, sind, ich sehe dich komplett. Ja, ich dich nicht. Okay, wo nehme ich jetzt die Quest? Du nimmst keine Quests an, Mann. Ja, das Paket. Das hab ich dir eben schon gesagt. Komm mal mit. Ich muss das Paket erstmal herstellen. Da hinten und gewartet, bis du da bist. Juhu, moinsen. Ja. Ah, da drüben bist du. Ah, diese blöden Kühe, ey. Bleib mal hier stehen. Komm gleich mit dem ersten Trading-Paket her und dann gebe ich dir das. Ich muss mal kurz tanzen. Ah ne, ich will tanzen. Wie ging denn das Tanzen nochmal? Was Crema, ist Crema, 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 Crema. Oh, das ist der Crema.
Krämer, 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 Krämer. Irgendwo. Skillfenster. Ja. So, ich möchte aber einmal tanzen. So. Erste. So. Ah, jetzt sind die Spiele auch bei mir endlich wieder aufgetaucht. So. Ja, leg dir hier das Trading-Paket jetzt hin und dann nimmst du es dir auf. Lol. Du hast es bei mir auf dem Rücken. Das sieht geil aus, wie es. Guck mal her. Wir machen es mal hier. Jetzt ist es da. Nimm es dir. Dankeschön. Und dann machen wir gleich noch das zweite. So, jetzt seht ihr auch mal Dome. Sieht lustig aus, wie man die Dinger macht. Backe, backe Kuchen. Aber eigentlich müsste das hintere Zahnrad sogar einen Tucken vielleicht vorne rausgucken. Wohin müssen wir jetzt? Wir müssen jetzt Taustein, zur Tausteinebene. Wo sind die Tausteine? Und wo dahin? Zum Wasser. Nach da? Ja. Oh, das wird eine lange Tour. Na, ich kann noch nicht rennen. Noch kurz. Ich wollte nur sagen, ich kann noch nicht rennen mit dem Ding. Ich auch nicht. Achso. Ich habe auch keine Karotten. Ich habe Karotten. Mein Wal? Ja. Er heißt Wal? Mein Esel? Lol. Meiner heißt Brown Donkey. Ich verstehe das mit den Karotten. Bin ich auch gerade mal Level 11. Echt, ich bin 8. Aber ich habe Karotten und ich kann damit nicht sprinten. Nee, weil das Viech braucht auch erst Level 20. No, das ist da unten wieder so rot. Muss Level 20 sein. Das ist so beschissen, das ist in Rot reingeschrieben. Oder als Farbenblinder kennt man das. Also, ja gut. Das habe ich zu Kev neulich schon mal gesagt. Es ist so beschissen. Ey, du bist ja nur 30. Ich dachte, du wärst weiter als ich. Nein, nein. Ich hab ja nicht wirklich gespielt. Oh, komm mal her. Ich komme. Ah, jetzt geht das mit der Framerate auch einwandfrei. Ja, es ist halt hier aber auch nichts los. Nee, auch wenn ich zurückgucke und mich schnell drehe. Geht das einwandfrei mittlerweile. Oh. Komm so. Hier runter. So, versuch mal hinten aufzusteigen. Warte. Hi, Dome. Ne, die Richtung war mal. Ah, mal voraus. Wir liegen so halb auf Land, aber okay. Es soll ja damit okay sein. Und mir werden immer noch meine Quests unten angezeigt. Komm. Schneller, Dome. Schneller. Ich fahre ganz ehrlich lieber hier, als über Land zu reiten. Okay. Darf ich fragen, wieso du keine komplette Rüstung anhast? Und ich da gerade so sitze, als ob ich, ne? Ich habe eine komplette Rüstung. Außer ein Helm. Ja, den habe ich ausgeblendet. Achso. Wasserfall, nein, wir werden alle sterben. Nein. Total unnötig. Definitiv. Oh, ja, komm, Wasserfall. Ja, was ein Wasserfall, Alter. Es ist nur eine Stromschnelle, Mann. Stromschnelle. Ja, yeah, ich war mit dem Arsch im Wasser. Bisschen nass geworden. Ja, so ein klein wenig. Hast du ein feuchtes Höschen gekriegt, ja? Oh ja. Warte mal. Ja, hier, komm. Hallo, Dumme. Hey. Leute, ich kann dich ausblenden. Ab einem bestimmten Winkel für einen Moment. Ach.
Ich hab dich mal ausgeblendet und ich kann meinen Kopf zurückdrehen. Willst du denn das Schiff fahren? Nachher? Das große? Ja, ja. Eventuell ja. Ich habe ja noch keins, muss man ehrlich sagen. Dominik hat schon ein Schiff, ich noch nicht. Mhm. Dominik hat da viel mehr gesuchtet als ich. Hat mir auch gut Arbeitspunkte gekostet. Oh. Deswegen, Freunde, denkt immer an den Aha. Der ist euer liebster Freund. Also der Aha ist immer noch das Auktionshaus. Das Aha, nicht der Aha. Also kannst du ja nicht sagen, der Auktionshaus. Der Auktionsmarkt. Das ist ein Haus, Mann. Das ist wie Schnuppe. Das heißt Auktionshaus. Der Fuzzi heißt Auktionator. Ja, also kann es aus dem Auktionsgebiet sein oder sonst was. Es kann alles eigentlich sein mit Auktion. So. Ja, yeah, jetzt kommt der Wasserfall. Genau, jetzt kommt der Wasserfall. Wir werden alle sterben. Geht in Sicherheit. Alter, der hätte mir sogar der LKW-Unfall vorher nichts gebracht. Jetzt werde ich sterben. Wir haben aufgesetzt mehrmals und ich wäre jetzt schon längst tot. Definitiv. Oh, ich liebe das. Ich nicht. What the fuck? Wir waren schräg. Ich war weg. Ich weiß. Wow. Wir waren beide weg. Alter. Was? Ich bin noch da. Ja, ja, aber wir waren beide weg. Wurden beide ausgeblendet. Oh. Links rum. Geradeaus. Leg dich nicht so in die Seite, man das Schiff kentert. Ey, lass mich. Ich bin bereit genug. Ja, vor allen Dingen mit dieser dicken, fetten Rüstung, ey. Vor allem, das Geilste ist, zwischen meinem Trade-Paket und mir ist so ein Riesenabstand. Ja, ist bei mir aber auch. Hey, du bist bei mir ausgeblendet. Ja, ja, wie gesagt, wenn du in einem gewissen Winkel guckst, wenn du nicht genug ranzoomst, bin ich bei mir auch ausgeblendet. Ja, ab dem Ruder bist du ausgeblendet. Ja. So, ich kann mich ja mal entblößen. Nein. sind gleich da. Rausgetippt? Rausgetappt, nee, ich hab rausgetippt. Meine Maus geht nämlich auf den zweiten Bildschirm. Ah. Rüber. Rausgeklickt. Ja. Ja, also nicht wundern, die hat eine Sekunde oder zwei nix zu sehen. War eh nix. Nur diese komischen großen Viecher, die eh nix tun. Nee, die sind freundlich. Harmlos. Komischerweise. Da kommt noch einer. Wir werden wieder sterben. Hilfe. Wäre komisch, wenn man dann drin sterben würde. Hm. Ja? Wenn du, hoch genug bist und ins Wasser fällst, stirbst du. Aber im Boot nicht. Nein. Komischerweise. Boah, war das krass. Ich hab voll die dicken Frame-Einbrüche gerade gehabt. Ich nicht. Junge. Alter. Lass mal wieder klarkommen hier. Du kannst auch rückwärts fahren, wenn du willst. Nee, nee, lass mal. Ah, oh, schade. Wie gesagt, du fährst gleich das Boot. Ich stelle mich vorne an der Harpune. Nein! Okay. Man soll ja sozial sein. Ich bin ja nicht Kevin. Ja. Nee, oder Juan. Also Kevin, Juan, nur für euch zum Zusammenhang. Sind zwei Leute, einmal die wir privat kennen und zweitens die in der Gilde bei uns drin sind und die mit uns das Spiel gerne zocken. Richtig ja. Erklärt? Ja. Man hätte da eh nichts falsch erklären können. Nein. Das hast du fein gemacht. Kriegst morgen Leckerli. Oh ja, Leckerli, ja. Oh, fuck it. Oh Gott, Alter. Ich krieg ein Leckerli. Leckerli. Wie gut, dass ich keine Facecam habe.
Beziehungsweise keine Webcam. So. So, erstmal nochmal trinken. Ja, das habe ich auch gerade gemacht. Ja, ich habe mein Glas nur leider schon während der Aufnahme leer getrunken, deswegen musste ich eben nachkippen. Also, nö, passt schon. Junge. Jetzt mach doch mal schneller. Das ist kein Let's Play Together, das ist ein Let's Lag Together. Bei dir schon. Alter. Also bei mir ist die CPU-Auslastung dank Fraps bei 40 und Arcgage auch nochmal 40. Na gut, Fraps schwankt so zwischen 40 und 50% CPU-Auslastung. Meine CPU-Auslastung insgesamt ist bei 70. Also meine im Moment bei 93, 80, 93, 80, 93, 80. Also die schwankt ganz schön. So. So, ja, ich wollte nicht baden gehen. Ich sitze gerade, oder saß gerade im Wasser. Oh, sieht das nicht geil aus, die Grafik? Das sieht einfach nur spitze aus. Dein Boot ist weg. Nein, mein Boot ist da. Jetzt taucht es bei mir auf. Also war eben schon da und jetzt taucht es auf einmal auf. Auch gut. Also bei mir musst du mal die Aufnahme dann anschauen. Das ist echt witzig. Ja, du musst dir mal meine auch angucken. Alter. Das ist ein Let's Lag ohne Ende. Noch geht's nicht, noch kannst du nicht. Noch eine Minute. Ich fahr schon mal ein bisschen. Guten Tag, liebe Harpune. Ich könnte ja jetzt eigentlich die Stelle einblenden. Ach nee, das Video habe ich ja gar nicht mehr. Schade. Ich habe einmal so ein Dance-Movie gemacht, was ich leider nicht auf YouTube verwenden durfte. Ah, sonst hättet ihr jetzt noch was zu sehen gehabt. Wäre lustig. Dumme Wohnen müssen wir jetzt. Nach Miranopel oder 2 Kronen? 2 Kronen. Dahin? Ah, nee, wir fahren nach hier. Und dann gehen wir wohin? Einmal quer rüber. Das heißt also wieder bis da. Ja. Okay, und dann geht's runter nach. Müssen wir gucken, wenn da unten noch Krieg ist, da habe ich da nicht so wirklich Lust runter. 48 Minuten Krieg. Ja. Ich habe keine Lust, 48 Minuten aufzunehmen. Nee, das ist nicht geil. Also so viel Platz habe ich auf der Festplatte nicht mehr. Naja, man könnte unterbrechen, aber 48 Minuten jetzt noch draufrechnen? Naja, okay. Nee. Damn, ich habe schon wieder rausgetappt und dabei ist sogar mal Fraps stehen geblieben. Dumme Riff. Alter! Wow. Alter, was war das? Keine Ahnung. Ich habe bei dem Spiel echt das Gefühl, ich muss, also darf die Maus nicht aus dem Bildschirm nehmen. Wo willst du fahren? Ja, wenn ich darf, gerne. Wie verlasse ich Y, ne? Mein Schiff. Was ist das denn? Steige die. So. Kann beim Reiten? Willst du mich verarschen? Jetzt leckt's bei mir nur das Spiel, nicht ich. So. Zeichen des Eigentümers, ah ja. Mhm. Ich drück mal gar nichts. Ich will schneller sein. Unter Wasser sieht das geil aus, oder knapp überm Wasser. Die Ansicht muss man machen. Naja, kenne ich. Hey, ich gebe eigentlich Gas, aber bei mir standen wir eben. Naja, bei mir auch. Wahala. So. Was hast du da angeschossen? Uns! Also bei mir hängt da die Harpune etwas weiter weg. Ja, bei mir auch. Sieht irgendwie komisch aus. Jetzt schieben wir das Ding vor uns her. Ja, vor allem mit dem Seil dran. Irgendwie ist es komisch. Sieht das geil aus. Jetzt ist es weg.
Jetzt ist das getroffen. Ey, Dumme, da drüben steht ein Boot der anderen. Ja, ja. Können die uns was tun? Keine Ahnung, wer sie Blutmodus an, Blutlos anhaben. Aber ist eh egal, wir sind ja eh hier. Nein, das Boot ist weg. Müssen wir mal schauen, entweder bringen wir es wirklich runter oder bringen es hier in zwei Kronen weg. Paket. Wie viele Arbeitspunkte hast du? 51. So, da sind, kannst du es weg abgeben. Voll geil, dass das Viech Fußabtritte da so da lässt, aber bei mir hat er irgendwas Hallo gesagt. Hä, hey, da ist noch ein Wolf. Alter, wie viele Leute sind da drauf? Dumme, läufst du eigentlich? Ja, du stehst bei mir noch am Strand. Bin schon hier oben am... Ich bin jetzt auch oben auf dem Übergang, aber du bist da unten bei mir noch. Du gehst ja ganz langsam. Okay, du bist bei mir unten am Strand und ich bin hier oben an den, Barrikaden? Ja. Ich laufe da jetzt mal an den Barrikaden vorbei. Ja. Sind wir bei mir, sind wir nebeneinander. Jetzt, oder was? Ja. Jetzt bin ich so knapp vor dir. Hä? Ja! Das ist lol. Läuft jetzt vor dir auch ein Sieber? Ja, ja. Na gut, bei dir sehe ich dich nicht. Also bei mir sehe ich dich nicht. Dafür habe ich Lags ohne Ende und du nicht. Ja, dafür habe ich dreimal schon oder viermal schon die Aufnahme unterbrochen. Es macht ja nichts. Ah, jetzt bist du auch neben mir, so komischerweise in der Luft gespawnt. Eieiei. Die falsche Taste. Ja, wir können nach hier laufen. Sieht irgendwie komisch aus. Du hast das Schwarze, ne? Ja, ja. Ich will da nicht mal wissen, wie das Graue aussieht. Wir laufen dahin. Gucken mal nach, wie viel uns die bringen. Und dann... Dürfte man auch genug haben. Ja, über eine halbe Stunde haben wir dann. Ja. Macht man halt eine längere Tour. Und für die Leute, die das jetzt erst schauen, also bis jetzt hierhin geguckt haben, die Folge kommt Montag raus, da Sonntag gerade aufgenommen wird, aus technischen Problemen. Fertig, ne? Ja. Weil wir ein kleines Problem hatten, zusammen das aufzunehmen. Und deswegen rückt das halt etwas nach. Und ich habe gerade... Absprachen, technisches Problem. Ja, das auch. Oder Problem der Langschläfer. Ey. Alter, ich war um 10 wach. Ich war bereit, ja? Ich habe wirklich auf dich gewartet. Und was kann ich dafür, wenn ich bis um 5, also halb 5 wach bin? Ich war bis halb 6 wach. Okay. Wohin sollen wir jetzt? Ach, zu dem da vorne, ne? Hier die Brücke hoch. Ach, das ist eine Brücke. Ja, ja. Da war ich auch noch nie. Brauner Wolf und... Aha. Voll unsichtbar bei mir. Aber okay. So. Rette macht sich gerade selbstständig. Echt? Ja, der Stopfer ist absoluter Rotz. Oh. Du musst den neuen besorgen. Noch nicht, von welchem Geld. So. Hey Dome, du lässt nach. Ich bin schneller. Nein, mein Esel ist nur fauler. Das könnte natürlich auch sein. So, erstmal eine schöne Zwiebelsuppe essen. Ach nee, eine gewürzte Suppe. Ja, darum muss ich. Ich krieg's
Kristall. Ich habe so Kristalle um mich rum. Oh. Bei den beiden Türmen da vorne, da kommen dann gleich so Treppen. Da gehen wir dann runter. Was ist nicht, ob die, nee, nicht die hier, sondern die dahinter. Sind's. Sieht nett aus. Was ist denn das da drüben? Eine Arena? Also links von uns? Ja. Aha. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Die Hufgeräusche des Esels auf dem Stein. Ja. Oder was brennt da hin für ein Feuer auf dem Turm? Auf welchem Turm? Auf dem rechten. In der Ferne. Leuchtturm. Mhm. Quatsch, nein. Ja, das ist mein Questgebiet. Das sind Elementare, Feuerelementare. Okay. Wirst du auch noch kennenlernen. Ja, ich fange jetzt mit dem Questgebiet an. Ah, hier vorne steht ein Elch. Mich auch. Heißt Bambi. Horst. Hier die Treppe runter. Sieht komisch aus, wenn der Esel wirklich so runterlaufen könnte, die Treppe. Ja, es ist Tierquälerei, was wir hier gerade machen. Ja, der angeklagte Revi wird in allen Punkten für schuldig befunden und zu 28 Minuten Gefängnis verurteilt. Oh. Yay! Hi, Baby. Aha, Verteidiger. Jetzt dreh ich mich hier nicht ab, Digga. Ey, kann ich dafür, dass ich schwere Knochen habe. So, du hast 6328 Leben und ich habe noch 5500. Ah, die schaffe ich. Können wir ja gerne mal probieren. Was passiert, wenn ich verliere? Nichts. Gut. Aber erstmal die Trading Package loswerden. Du hast ja auch schon den Wolf, ne? Ja. Gut, dann nehmen wir, machen wir ohne Pets. Also ohne Wolf. Oh, ein Laguste. Aber mit solchen Krallen? Ja. Aha, nett. Und auf meinem Level. Oh. Sehr gut. Ich werde attackiert. Ich auch. Wir verlieren uns aber gleich. Spätestens wenn wir da hinten bei den Häusern sind, haben sie uns verloren. Weil wir in out of range sind. Ja, ich bin jetzt schon bei 100 Metern, 110, 120, jetzt ist er weg. Ja. Und wo müssen wir zu dem da, ne? Nee. Wir müssen zu dem hier. Okay. Gucken, wie lange ist denn da unten noch? Die sind noch 37 Minuten. Ja, dauert zu lange. Ja. Wollen wir nicht machen. Sei denn, wir unterbrechen jetzt, warten die 37 Minuten und geben das denn da ab. Aber, mein Gott. Mal gucken, wie viel wir hier kriegen, wird auch reichen. Ganz ehrlich, ich habe für drei Pakete, ja, habe ich 4 Gold ausgegeben. Das hat alleine, was, ne? Und alleine hier werden wir, schätzungsweise, ja, Goldhändler. 8 oder 9 Gold kriegen. Ach, da oben. Bloß nicht für Gildersterne abgeben. Bringt uns momentan echt gar nichts. Großen Händler brauchen wir auch nicht. Iles, da, Goldhändler. Na, 6 Gold 45 bringt das. Ausreichend? Ja. So, genau 61 Trading-Punkte. Also ja. F.
Gehen wir es ab. Scheiß was drauf. Bestätigen. 1800 EP. So. Dann steig mal auf dein richtiges Tierchen auf. So. Mein Gaule. Ja, dann reiten wir raus und dann prügeln wir uns mal. Hosti. Bambi. Du stehst bei mir noch. Ich reite schon mal raus, weil ich nicht weiß, wo du bist. Ich bin gleich an einer Brücke. Oh Scheiße, bin zu langsam. Ich bin jetzt auf der Brücke in 3, 2, 1 jetzt. Bin schon über die Brücke rüber. Ach, Mensch. Dann lass an der Kreuzung da betteln. Oh, da vorne bist du. Du mit deinem Elch, Alter. Der, warte, ich kann dir auch sagen, wie der heißt. Bambi. Sag ich doch. Level 9. Ja. So, ich will dich aber fixiert haben. Doppelwaffenausrüstung. Habe ich eigentlich noch was? Nichts Besonderes. Also mit oder ohne Pet? Ohne Pet. Ich habe total viel Sound. Hey, bei mir macht er keine Attacken. Also ich sehe alles in Slow Motion. Das ist so witzig. Feiger Hund aus der Ferne. In falsche Richtung. Jetzt Attacke. Lass uns gleich das nochmal wiederholen. Alter, verdammt. Alter, ich hab hier so wenig. Gut. So. Wie war das? Wir haben unser Duell beendet. Ja. Trading Package abgebracht. Damit war's das, soweit ich weiß, aber auch erst auch für uns. Ja, für diese Folge war's das. Ne? Total hardcore. Ja. Halt nochmal Entschuldigung, falls die Folge halt am Montag kommt, nicht am Samstag. Wie eigentlich gesagt. Und ja, ich bedanke mich beim Dome und bei euch natürlich auch wieder, dass ihr zugeschaut habt, beziehungsweise der Dome mitgemacht hat mit uns. Und ja, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich bedanke mich. Wir sehen uns. Bis dann und tschüss. Tschüss. So, und als Revanche, dass Dominik ja eben verloren hat, habe ich nochmal gesagt, machen wir nochmal eins. Und in dem Sinne gibt es dann jetzt auch nochmal eine Runde. Beziehungsweise, ja, die Revanche halt dazu. Dass das überhaupt was gebracht hat und attackier ihn doch mal. So, ey, auf die Ferne bringt das nichts. Sollte echt mehr auf den Nahkampf. So, da haben wir den, haben wir den, haben wir den. Und dann da nochmal. Alter. So. Alter, Attacke. Hier, ich warte nicht ewig darauf. Du bist mir auch noch ausgewichen, Hund. So. Nein! Ich schon wieder so da. Nein! Das war so genial! Wie viel HP habe ich noch? 200. 247 gehabt. Yay! Was hast du für einen physischen Widerstand? Wo lese ich denn das nach? Charakterinfo. C. Wo ist denn das? Physischer Widerstand. Fernkampf.
Nee, gar nicht. Also, körperliche Abwehr. 1553. Ja, ich habe 1040, du Nuss. Ja, geil. Fernkampf habe ich 102 und Nahkampf 122. Ich habe Nahkampf. Gut, okay, hätte ich im Nahkampf gekämpft, hätte ich dich vielleicht sogar schlagen können. Gut möglich. Aber ich habe. Warte mal, ich habe mich gut. Also. Ja, ich habe Nahkampf-Skills. Ja, das ist natürlich geil. Aber das war es jetzt wirklich von der Sonntagsfolge. Nochmal Dankeschön an Domo und wir sehen uns in der nächsten Folge. Also bis dahin und tschüss.